Bad Schandau ist wohl einer der bekanntesten Orte der Sächsischen Schweiz. Mit seinen etwa 4000 Einwohnern lebt der Kurort an der Elbe vor allem vom Tourismus. Diesen gibt es hier bereits seit Ende des 18. Jahrhunderts. Inzwischen ist Bad Schandau in Sachen Tourismus die erste Qualitätsstadt in Sachsen. Als wichtigste lokale Branche wird der Tourismus auch von Seiten der Stadt finanziert, doch die Gelder der Verwaltung sind nun einmal begrenzt. Wir haben also noch Finanzierungsinstrumente dazu, die uns helfen, ja, ich würde sogar sagen, die es überhaupt möglich machen, in dem Maße zu investieren, in dem Maße auch Infrastruktur zu unterhalten, wie das für eine wettbewerbsfähige Tourismusdestination notwendig ist. Dazu zählt neben der Kurtaxe vor allem die Fremdenverkehrsabgabe, die bereits Anfang der 90er Jahre hier eingeführt wurde. Ohne diese Kofinanzierungsmöglichkeit des Tourismus bliebe in Bad Schandau so manches Projekt auf der Strecke. Der Tourismus in Bad Schandau wäre ohne Fremdenverkehrsabgabe um 140.000 Euro ärmer. Und was 140.000 Euro an Investitionen oder auch an laufenden Leistungen bedeutet, das kann man in etwa abschätzen. Das Thema Bettensteuer ist hingegen in Bad Schandau keines. Der Bürgermeister ist von seinen zwei installierten Kofinanzierungssystemen für den Tourismus überzeugt. Kommen doch die Investitionen letztendlich auch den Einwohnern zugute. Ich erinnere da zum Beispiel an Abwasserentsorgung. Momentan ist es so, dass die Erträge, die Umsätze aus dem Wasserverbrauch maßgeblich durch den Tourismus und durch die Touristen gestützt werden. Von den Einwohnern wäre das immer weniger. Bad Schandau lebt vom und investiert deshalb in den Tourismus, um auch weiterhin Leistungen mit guter Servicequalität bieten zu können.